Finale, zumindest für heute. Hertha BSC Berlin gegen den FC Bayern München. Freuen wir uns nochmal sehr drauf, weil beide Mannschaften haben schon angedeutet, dass sie richtig Spaß und Freude machen können. Die Bayern mit dem 6-Punkte-Start quasi einmal durchs Ruhrgebiet gefegt. 2:0 gegen den BVB und 4:2 gegen Schalke 04. 6 Tore in 2 Spielen geschossen. Aber nach vorne noch ein Tucken besser waren die Berliner. 4:3 gegen Köln, 3:1 gegen die Mühlenkreisauswahl. 7 Tore in 2 Spielen. Also es kommt richtig Offensivpower auf die Platte. 2, die definitiv zum Favoritenkreis in diesem Jahr gehören werden. Wer schafft den perfekten 9-Punkte-Start? Die Bayern jetzt im Tor, hier am Ball mit der Nummer 1, Leon Klanak, Nationaltorhüter, auch er nominiert für die U16 für Deutschland. Sein Gegenüber Burak Özkanli im erweiterten Kreis der Nationalmannschaft, auch er stand also auf der Kaderliste für Deutschland. Schussversuch hier für die Bayern, die um Kontrolle und Ballbesitz bemüht sind, die versuchen wollen, hier den Ton anzugeben. Bayern mit einem neuen Trainer zum Winter, Daniel Weber, 49 Jahre, Interimstrainer bis zum Sommer. So ist erstmal kommuniziert und geplant. Sein Vorgänger Peter Gajdarov ist aufgerückt als Co-Trainer zu U19. Jetzt die große Möglichkeit für Magnus Dalpiaz. Er zielt zu hoch. Da haben wir ihn. Das Team von Kamera OWL, sowohl Kamera als auch Regie. Zu später Stunde, nach vielen, vielen Stunden Live-Fußball, immer noch auf Zack und Wach. Das auch mal ein großes Kompliment an das Team, das seit heute 12.15 Uhr die Bilder live zu euch nach Hause überträgt. Das ist das 24. Spiel heute, das wir für Sie, für euch übertragen. Schiedsrichter Jasper Ehlers vom TuS Gelmeck. Heute auch eine gute Leistung gezeigt und damit das erste Tor des Spiels. Es ist mal wieder Patrice Kovic, der hat uns schon ein paar Mal zugeschlagen. Hier sehen wir es. Zurückgelegt, nimmt Maß, trifft zum 1:0 für Berlin. Nächster Angriff der Berliner. Stürmer vollgepfiffen. Freistoß für den FC Bayern München. Ja, Ball rollte. Wiederholung des Freistoßes erfolgt. Ja, Daniel Weber eigentlich Koordinator des Aufbaubereichs beim FC Bayern. Und jetzt dann eben mit der Funktion des U16-Cheftrainers. Hab eine große Personalrochade. Aufgrund des Abschieds von Martin De Michelis. Dadurch verschob sich intern einiges im Nachwuchsbereich des FC Bayern. Da haben wir den nächsten Treffer für Hertha. Durch Kian Leon Todorovic.
Todorovic hier zu sehen, über die Bande. Ah, da war es, glaube ich, ein Eigentor. Bei 2:0 für Berlin. Bayern erstmalig mit 2 Toren im Rückstand. Aber auch gegen Schalke gab es einen holprigen Start und dann drehte der Rekordmeister richtig auf. Hier zum Beispiel. Oh, tiefer Ball, nächste gute Gelegenheit. Diesmal wieder Patrice Kovic. Mittlerweile führender in der Soccer-Wertung mit 4 Toren und einem Assist. 5 Punkten auf Platz 2. Favu Salami von DSC Arminia Bielefeld. Und auf Platz 3 folgt Alessandro Grimaldi vom VfL Wolfsburg. Also da haben wir schon gut was gesehen. Kian Leon Todorovic, der eben getroffen hat, hat sie mittlerweile auf Platz 4 vorgeschoben. Auch er mit 4 Scorerpunkten. Also, wir sehen ja auch nochmal, da haben wir es auch eingeblendet, auch für euch zu Hause. Wirklich nochmal die Top-Namen hier auf der Platte im letzten Spiel. So, auf wie viel Druck bekommt Bayern München noch entwickelt hier in den letzten Minuten des Abends? Wie viel Feuer gibt es nochmal für die Hertha? Spielbestimmt sind sie jetzt in dieser Phase. Tiefer Ball, gut gespielt. Aber Berlin ist aufmerksam. Berlin lässt dann keinen Raum zum Aufdrehen. Genau diese entscheidenden Zentimeter. Stark gespielt nochmal. So, behält er die Ruhe, behält er die Ruhe. Wieder verteidigt. Vielbeinig unterwegs, die Adana. Die sind bis zum Schluss richtig konzentriert und vor allen Dingen entschlossen. Starker Abschluss hier. Jelani Ndi trifft für Hertha zum 3:0. Macht's deutlich. So, hier nochmal. Wunderbare Körpertäuschung. Abgezogen. Keine Chance für Leon Klanak. Also die Deutlichkeit überrascht dann doch. Zweieinhalb Minuten noch auf der Uhr und dann sehen wir nochmal ein fantastisches Tor
zum Abschluss des Tages. Hertas Nummer 4, Kubiali Gülmen, nimmt richtig Maß. Wir sehen es jetzt hier, top eingefangen, wie der Ball einschlägt. So, nächste Gelegenheit. Hertha dreht auf, 4:0 gegen Bayern München. Und die nächste Aktion kommt, 5:0, 5:0, Hertha, Kian Leon Todorovic. Wunderbar aufgelegt übrigens von Patrice Kovic. Anderthalb Minuten. Wir drücken den Bayern die Daumen, dass nicht das Abendbrot gestrichen wird oder das Abendbuffet im Hotel etwas abgemagert ausfällt. Die Jungs haben so einen tollen Tag gespielt heute. Es steht 6:0. Es steht 6:0. Nächster Treffer für Hertha. Simon Hagener mit der Nummer 18. Der Anschlusstreffer. Sekunden und es wird bis zum Schluss hier gefightet um jeden Ball, die Laufwege gemacht. Es ist beeindruckend und es ist auch einfach nur geil zu sehen, wie diese Jungs arbeiten. So, jetzt nochmal die wunderbare Drehung, klasse quer gespielt, aber auch der Treffer bleibt nicht vergönnt. Da zeigt Burak Özkanli, was er kann. Bis zum Schluss. Hier legen wir nochmal quer mit der nächsten Schusschance für Todorovic. 9 Sekunden auf der Uhr. Also, Hut ab. Kompliment an Hertha BSC Berlin. Wenn ihr gleich noch 20 Sekunden habt, eine kurze Abmoderation werden wir noch machen. Mit 6:0 gewinnt Hertha BSC Berlin gegen den FC Bayern München. Und die können es kaum fassen. Und die freuen sich. Und die freuen sich zurecht. Die haben 9 Punkte aus den ersten 3 Spielen geholt. Und werden morgen.